Am Freitag haben wir ängstliche, nervöse Aktienmärkte gesehen in der Befürchtung, dass der Iran am Wochenende Israel attackieren könnte. Genau das ist passiert. Allerdings konnte Israel praktisch mit Hilfe der Amerikaner, der Franzosen etc. komplett oder fast alle dieser Geschosse abfangen, sodass kein Schaden entstanden ist. Und jetzt scheint sich die Ansicht durchzusetzen, naja gut, ist ja nichts passiert, ist ja kein großer Schaden entstanden, jetzt können wir vielleicht wieder zum Alltagsgeschäft zurückkehren und diese ganze Geschichte mal vergessen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Entscheidende wird jetzt sein, wie stark der Rückschlag von Israel sein wird, denn dass Israel zurückschlagen wird und signifikant zurückschlagen wird, ist für mich außer Zweifel. Wenn Sie Bilder gesehen haben, und die Israelis haben das gesehen, dass in Bagdad Jubelfeiern stattfinden, dass der Iran sich aufplustert und sagt, ihr seht ihr, wir haben es richtig drauf, wir trauen uns, anders als ihr Araber, gegen Israel wirklich direkt vorzugehen. Und genau das ist das Problem. Der Iran hat eine rote Linie überschritten, indem er von iranischem Territorium dann israelisches Territorium angegriffen hat. Und Israel ist jetzt in der Situation zu reagieren, und man wird und muss reagieren, denn sonst wäre praktisch, wenn man nicht reagiert, wenn man nicht auch scharf reagiert, das eine Einladung an alle anderen, ja seht ihr, ihr könnt uns ja praktisch straflos attackieren. Und das ist nicht die das Mindset, die DNA der Israelis, das ist nicht die DNA des Zionismus insgesamt, meine Damen und Herren. Dementsprechend werden wir jetzt vielleicht eine Erleichterungsrallye sehen bei DAX, Nasdaq, bei den verschiedenen Assetklassen, die zuvor ja nervös gewesen sind, weil man sagt, naja, hätte ja schlimmer kommen können. Aber wir sind wahrscheinlich erst am Anfang einer Eskalationsstufe. Da ist eine Grenze überschritten worden, und diese Grenzüberschreitung, die wird man nicht mehr rückgängig machen können. Das ist meine Sicht der Dinge. Wir werden uns mal die Gemengelage anschauen. Hier sehen wir ja mal, nicht nur aus dem Iran ist ja hier beschossen worden, sondern auch aus dem Jemen, also die Proxies, wie man sagt, auch aus dem Libanon, haben hier ein bisschen mitgeholfen, all das noch einigermaßen kontrolliert. Also der Iran wollte offenkundig nicht die totale Eskalation. Das ist richtig, das ist wahrscheinlich richtig interpretiert. 99% aller dieser Geschosse wurden abgefangen. Und jetzt eben sagte zum Beispiel jemand aus der Biden-Administration, ja, ich denke, Israel hat klar gemacht, dass sie sich, dass sie keine Eskalation mit dem Iran wünschen, dass sie sich einfach nur verteidigen wollen und sich vorbereiten wollen, etc. etc. Das halte ich für ein totales Missverständnis. Und Benny Gantz, der im Kriegskabinett von Netanyahu ist, hat gesagt, Israel wird exakt den Preis oder wird den Preis bestimmen, den der Iran bezahlt, zu bezahlen hat, und wann das passieren wird. Genau das ist das, was die Israelis denken. Sie können nicht, ohne komplett ihr Gesicht zu verlieren und damit weitere Risiken in Kauf zu nehmen, eben durch ein Signal der Schwäche weitere Angriffe zu provozieren. Sie können das nicht auf sich sitzen lassen. Und dementsprechend ist die Frage nur, welche Dimension dieser Rückschlag Israels auslöst. Wir haben von den Israelis ja selber gehört, wenn der Iran von iranischem Territorium israelisches Territorium angreift, dann wird Israel iranisches Territorium angreifen. Genau damit rechne ich. Genau das dürfte passieren. Und hier nochmal. Eine wide range of options hat natürlich Israel, und ich erzähle Ihnen all das, weil das natürlich auch für die Finanzmärkte der entscheidende Punkt ist. Ohne diese Nervosität schon am Freitag könnte man die Kursbewegungen eben nicht erklären, die da passiert sind. Die Möglichkeiten reichen natürlich, dass man vielleicht in Damaskus irgendwie wieder was bombardiert oder so, aber das, glaube ich, wird nicht passieren. Es wird auf israelischem Territorium passieren. Darüber sehe ich, oder dafür sehe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass Kriegskabinett, das ja gestern getagt hat, hat noch keine ultimative Entscheidung getroffen. Das Ganze kann sich hinziehen, bis der Israel zurückschlägt. Das kann wie beim Iran Tage dauern, vielleicht sogar Wochen dauern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass genau das passieren wird, und zwar auf iranischem Territorium. Der Iran hat ja jetzt gewarnt, ja, unsere Antwort wird stärker und resoluter sein, wenn Israel zurückschlägt. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Hier erstens sind uns sehr, sehr viele dieser Missiles, dieser ballistischen Missiles, Ballistic Missiles,
haben offenkundig nicht wirklich funktioniert. Da gibt es Bilder aus dem Iran, eben, dass diese Raketen abgestürzt sind, auf iranisches Territorium abgestürzt sind. Fast die Hälfte, so heißt es, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch eine signifikante Zahl dieser Raketen haben nicht wirklich funktioniert. Und hier sagt dann ein amerikanischer Militärexperte, so viel zu der angeblich so starken ballistischen Missile-Fähigkeit der Iraner, also praktisch so viel zur Funktionsfähigkeit des Arsenals, wenn man so will, der Iraner. Also das ist ein interessanter Punkt, und für Israel ist, glaube ich, das der entscheidende Punkt. Man will vermeiden, dass der Iran Atomwaffen bekommt, wenn er nicht sie schon hat, das weiß man nicht genau. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass was John Bolton, der ehemalige Berater von Donald Trump, gesagt hat, dass Israel versuchen wird, sozusagen im Umfeld dieser Attacke, die ja eine direkte Attacke auf Israel ist von iranischem Boden, dann diese Gefahr auszuschalten, indem man versucht, eben diese Anlagen zu zerstören. Das wäre natürlich ein Worst Case. Ich kann nicht sagen, dass es passiert, aber die Gefahr besteht, dass das passiert, weil Israel weiß, wir haben, solange der Iran so knapp davor ist, Atomwaffen zu haben, haben wir keinen Vorteil mehr, denn alle wissen, dass Israel Atomwaffen hat, auch wenn sie es offiziell nicht zugeben. Dementsprechend würden sie dann nicht mehr dieses Asset als Alleinstellungsmerkmal haben. However, kommen wir mal zur Reaktion der Märkte. Wir sehen, die israelischen Aktien, die schon früher eröffneten, sind zunächst einmal gestiegen, nicht deutlich, aber ein halbes Prozent. Wir sehen dagegen, in Saudi-Arabien ging es nach unten, also so eine gemixte Reaktion. In arabischen Ländern eher schwächere Aktienmärkte, in Israel ein bisschen stärkere Aktienmärkte. Hier der Schekel, der israelische Schekel hat ein bisschen aufgewertet, der zuletzt allerdings relativ stark unter Druck war, denn eins darf man nicht vergessen, allein dieser Gaza-Konflikt, der kostet Israel schon so viel seines BIPs, das ist wirklich ein Riesenproblem. Interessant finde ich, der einzige Markt, der am Samstagabend, Samstagnacht offen hatte, als eben diese Attacke passierte, war der Kryptomarkt. Bitcoin deutlich unter Druck. Das zeigt, dass Bitcoin offenkundig kein Fear Hedge ist, also sozusagen nicht der sichere Hafen, in den ich flüchte, wenn es eng wird in der Welt. Im Gegenteil, es scheint ein Liquiditätsasset zu sein, immer meine These, das dann Schwierigkeiten bekommt, wenn eben Furcht besteht. Hier sehen wir, der Kurs hat sich dann seitdem erholt, entsprechend mit der mentalen Lage auch der Märkte oder wie man diese Attacke eben wertet. Wir sehen auf der anderen Seite, wenn wir bei Geopolitik bleiben, USA und UK haben jetzt die Lieferung von Kupfer, Nickel und Aluminium an westliche Metallbörsen praktisch unterbunden. Das bedeutet, man will die Einnahmen der Russen über diese Metalle, in denen sie ja durchaus einen relevanten Markteinteil haben, wenn man diese Einnahmen schmälern, wenn nicht gar komplett auf Null bringen. Wir sehen die Reaktion, Aluminium etwa zwischenzeitlich über 9% gestiegen, stärkster Anstieg seit 1987, also das wird wahrscheinlich wieder so sein wie bei den Sanktionen. Die Russen haben dann alternative Möglichkeiten, ihre Rohstoffe zu verkaufen, hier in diesem Fall diese Metalle, während eben hier die Preise steigen und den inflationären Druck weiter verschärfen werden. Und das Ganze eben noch unterstützt, weil wir sehen, dass der Manufacturing-Bereich, also der Gewerbebereich, der Industriebereich jetzt wieder anzieht. Damit den Anstieg der Rohstoffpreise weiter unterstützt, neben der geopolitischen Unsicherheit, die wir derzeit ohnehin sehen. Wir sehen, der globale Market PMI von JP Morgan über die Marke von 50 jetzt deutliche Erholungstendenzen. Könnte dann auch der deutschen Industrie ein bisschen helfen. Und wenn wir jetzt nochmal direkt wieder zu den Märkten kommen, da sehen wir, wir hatten im S&P 500 eine positive Divergenz im Stundenchart, sodass wir durchaus eben diese Gegenreaktion sehen können. Vielleicht nochmal in Richtung Gap Fill, das wir hier gerissen haben, vielleicht eine Schulter-Kopf-Schulter-Reaktion oder Formation, nicht Reaktion. Wir werden sehen, was da passiert. Zumal wir ja hier den größten Anstieg des, Eintagesanstieg des WIX seit über einem Jahr hatten. Zuletzt gab es das am 9. März 2023 über 20%, phasenweise 28% der WIX im Plus. Und oft hast du dann eben mal einen Rückgang des WIX, also eine
Erholung der Aktienmärkte, zumal eben saisonal jetzt durch das Ende dieser Tax-Geschichte, dieser Steuergeschichte, wo die viele Amerikaner also Aktien verkaufen, um ihre Steuern zu bezahlen. Das fällt jetzt als Faktor erstmal weg. Aber ein Faktor bleibt natürlich das, was mit den Renditen passiert. Wir sind aktuell bei einer Rendite von 4,55%. Morgan Stanley sagt, ja, das, was die Renditen hier machen, hat auf jeden Fall jetzt das Risikolevel für Aktien überschritten. Und wir sehen dieses Riesengap zwischen Aktien und hier im Fall, in dem Fall der Nasdaq und den Zinssenkungserwartungen. Und dieses Gap zeigt auch letztendlich der Dollar, der immer stärker wird. Wir hatten letzte Woche den größten wöchentlichen Gewinn des US-Dollars seit September 2022, also 1,5 Jahre um und bei. Also wir sehen, da ist schon etwas am Start. Aber jetzt, wo dieses Narrativ aufkommt, seht ihr, hätte doch schlimmer kommen können. Und jetzt gehen wir zur Tagesroutine über. Das könnte Hedgefonds jetzt erstmal treffen. Die Long-Positionen in Öl, etwa hier in Brent-Öl, aufgebaut haben, wie seit 2,5 Jahren nicht mehr. Die werden vielleicht jetzt rausgesqueezed. Alle sagen, Mensch, ist doch jetzt alles wieder schick, alles wieder ruhig. Öl fällt. Und dann müssen die blutenden Hände es abdrücken und dann kommt die israelische Reaktion und das Spiel geht wieder von vorne los. Wenn wir nochmal zu dieser Zinsgeschichte, Rohstoffe etc. kommen, dann hören wir mal ein paar Fed Speaker Daily, die aus dem Dovischen Camp eher ist, sagte, also besteht absolut keine Dringlichkeit, die Zinsen anzupassen. Bostic hat nochmal gesagt, ja, ich gehe von einer Zinssenkung, aber das gegen Ende des Jahres aus. Schmidt, neues FED-Mitglied. Ich bin gegen präventive Zinssenkungen und will klare und überzeugende Hinweise sehen, dass die Inflation auf ihrem 2%-Weg ist. All diese Signale haben wir nicht bekommen. Das Gegenteil war der Fall mit den höheren Inflationsdaten. Wir haben in dieser Woche die Einzelhandelsumsätze heute. Wichtig in USA, wir haben morgen nochmal FED-Chef Powell, wir haben dann noch ein paar Daten aus der zweiten Reihe und vor allem 13 FED-Speaker in dieser Woche und 10% der Unternehmen aus dem S&P 500 werden ihre Zahlen berichten, nachdem ja am Ende der Woche, am Freitag, vor allem JP Morgan enttäuscht hat. Wells Fargo, City dagegen gut, also die Berichtssaison mit den Finanzwerten hat angefangen, jetzt kommen die restlichen größeren Finanzwerte und in dieser Woche dann glaube ich Netflix noch als Tech-Wert, aber ansonsten werden wir eben wahrscheinlich uns auf diese geopolitischen Dinge fokussieren. Jetzt nochmal zurück, Fokus auf eben die CPI-Daten, die wir gesehen hatten. Die sind ja angestiegen von 3,1 noch im Januar auf jetzt 3,5 im März. Und wir sehen, dass es vor allem Transportation ist, Electricity ist, wie Sie hier sehen. Das heißt, eben diese Komponenten, die wahrscheinlich damit zu tun haben, was wir bei diesem Global Manufacturing PMI gesehen haben, nämlich diese Erholung in diesem Gewerbesektor, der ja lange nicht gut performt hat, lange sogar deflationär war, während der Dienstleistungssektor boomte. Jetzt wird der Dienstleistungssektor kühlt ein bisschen ab, aber gleichzeitig wird das ersetzt eben durch den Anstieg des Manufacturing-Sektors, der allerdings viel weniger Jobs schafft als eben der Dienstleistungssektor. Deswegen kann es sein, dass wir eine weitere Abschwächung des US-Arbeitsmarktes sehen, aber hier sehen wir nochmal eben Gasoline, all diese Gas Utilities, Fuel Oil, all diese Dinge, die treiben das Ganze wieder nach oben. Und interessant ist ja mal auch ein Vergleich zwischen dem S&P 500 und der Geldmenge M2, die ja zuletzt stark rückläufig war, aber der S&P ist weiter gestiegen. Jetzt sehen wir, dass die Geldmenge M2 in den USA wieder so ein bisschen in Ticken Richtung Null läuft. Also mal gucken, was da passiert hier. Abschließend dann noch zwei Meldungen. Apples Global iPhone Shipments rückläufig mit minus 9,6%. Viel schwächer als Samsung und vor allem aufholen kann Xiaomi und andere, wie sie auch alle heißen. Also vor allem Xiaomi scheint jetzt hier fast schon die in Richtung Apple unterwegs zu sein. Also für eine Firma, die im Prinzip nur ein funktionierendes Produkt hat, ist das natürlich schwierig oder eine Cash-Cow hat eben wie Apple. Und wenn wir da schon sind, dann Tesla. Da werden wahrscheinlich bis zu 30.000 Leute entlassen, so berichtet Electrek, die in der Regel gut informiert sind. Klar, wenn du deine Autos nicht verkaufen kannst, weil die Nachfrage einbricht, dann brauchst du weniger Mitarbeiter. Ich frage mich immer, habe mich ohnehin immer gefragt, wie tickt der Elonu, dass der meint, er müsste hier Gigafactory nach Gigafactory errichten, wenn eben schon damals die
Anzeichen da waren, dass die Nachfrage nachlässt. Aber however, DAX-Korrektur zum Wochenauftakt. Der Nahostkonflikt eskaliert, aber man sagt sich, ist ja eine schlimme Komik können, gell? Deswegen kaufen wir erst einmal. Oder wird man schon zeitnah nervös? Fragezeichen. Hier das Wichtigste über das Setup, über die Dinge, die in dieser Woche wichtig werden, in diesem Artikel, den Sie gerne teilen über diese Social Media Button, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung, Apple iPhone Auslieferung, Android Rivalen legen zu, Apple verliert. Mal sehen, wie die Apple Aktie heute reagiert auf diese Hiobsbotschaft. Diese beiden Artikel empfehle ich Ihnen und wünsche jetzt erstmal einen guten Wochenstart. Bis dann, ciao.